Hier war, wie wir es nennen, der Ort der Täter. Hier haben die Reichsparteitage stattgefunden auf diesem Gelände. Hier hat man die sogenannte Volksgemeinschaft eingeschworen auf die Ideologie. Hier haben wir letzten Endes das grundiert, was dann später in den Rassegesetzen zusammengefasst worden ist. Von hier aus ging eigentlich dann der Weg in die Vernichtung, in die Ausgrenzung und schließlich auch in die Shoah. Die Gebäude, die heute noch vorhanden sind, sind, wenn man so will, ein Dokument der nationalsozialistischen Zeit. Das heißt, sie haben als Baurelikt eine Aussage darüber, wie das NS-Regime in der damaligen Zeit sich gewissermaßen eine Idealvorstellung des Dritten Reiches hier baulich vorgestellt hat. Aber uns ist es wichtig, letzten Endes an dieser Stelle die Steine zum Sprechen zu bringen. Das heißt, die Geschichte, die dahinter liegt, zu erklären, Transparenz zu schaffen und vor allem immer auch wieder darauf hinzuweisen, mit einem großen Ausrufezeichen, das nie wieder in dieser Geschichte zu betonen und die Menschen letzten Endes mitzunehmen und ihnen die Informationen an die Hand zu geben. Musik